Es ist fantastisch, andere an Orte zu führen, an die sie vorher noch nicht einmal gedacht haben. Travis und ich sind auf einer Art wasserwissenschaftlichen Wanderung. Der Wasserkreislauf, das ist dieser wunderschöne, choreografierte Kreislauf des Lebens. Ich liebe das Meer und die Berge gleichermaßen und kam auf die Idee, dem Verlauf des Nordpazifikwirbels zu folgen. Der Ozean speichert die Wärmeenergie der Sonne und setzt so einen Solarmotor in Gang. Das hilft, die Stürme zu entfachen, die unsere Winter bestimmen. Travis hat sich davon zu dieser Wahnsinnsreise inspirieren lassen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Und wie immer wird er an seine Grenzen gehen und sich durch nichts ausbremsen lassen. Er gibt nie auf. Wer sich ein Ziel setzt, sollte alles tun, um es zu erreichen. Ich habe gedacht, wir würden Powder fahren. Travis hingegen muss jedes Mal auf diese irren Gipfel steigen. Alles gut. Doch am Ende ist es immer grandios. Diesem Prozess folgen wir. In diesem Kreislauf bewegen wir uns.